Spanien. Vielen Dank, Carsten Speck. Ja, und weiter geht's mit Thomas Anders und Berlin, Berlin. Zu Fuß würde ich gehen. Zu dir, Berlin, Berlin. Ich kann nicht anderswo so glücklich sein und froh wie hier bei dir, Berlin, Berlin. Man sagt von dir, du bist die Dufte, ganz große Stadt. Schlägt auch dein Herz etwas matt, Freude und Schmerz erleben wir hier, hier nur bei dir. Mein Lied von der Stadt, die nur Freude hat. Damit bedank ich mich bei dir, Berlin, Berlin. Ich kann nicht anderswo so glücklich sein und froh. Bleib hier bei dir, Berlin, Berlin. Meine Damen und Herren, Thomas Anders, Carsten Speck und Wolfgang Lippert. Ja, ein Wasserfahrrad? Ein Wasserfahrrad. Wasserfahrrad. Okay. Auf diese Hommage. Und ich weiß, Susanne Junke hat es gefallen. Da ist sie. Schön. Ja, 10 Jahre ist es her, dass er nicht mehr bei uns ist. Aber die Leute lieben ihn immer noch und das wird auch noch sehr, sehr, sehr lange so bleiben. Da bin ich ganz sicher. Und ihr mögt ihn auch. Ihr liebt ihn auch. Ich habe schon gesagt, von dir weiß ich, das ist wie so eine Art Männerfreundschaft, ne, die euch verbunden hat. Wie darf ich mir das vorstellen, Harald und du? Ich kann mich an eine Sache erinnern, als ich Wetten, dass gemacht habe, 92 zum ersten Mal. Da rief er mich 2 Tage später an und sagt, du hör mal, was ich da im Playboy gesagt habe, das stimmt nicht, das habe ich gar nicht gesagt. Da sag ich, du, ich guck mir eigentlich immer nur die Bilder an im Playboy, ich weiß nicht, was die da gesagt haben. Und da sagt er, ich soll gesagt haben, dass man schon an den Klamotten erkennt, dass du aus dem Osten bist. Und da habe ich gesagt, Harald, das ist etwas falsch. Dieser Anzug, den ich da trug, der ist von Giorgio Armani. Und dann sagt er, ich wusste ja nicht, dass der auch aus dem Osten ist. Das ist Harald. Tja, ein echter Harald. Thomas, du hast ihn, glaube ich, kennengelernt in deinen besten Modern Talking-Zeiten. Ne? Ja. Ich meine, er kommt ja jetzt musikalisch, der Harald, aus einer ganz anderen Ecke. Wie fand er denn das, was der Dieter und du, was ihr da so gemacht habt? Also wir haben sehr oft hinter der Bühne getroffen bei Fernsehshows. Und er kam irgendwann und sagte, das macht ihr richtig gut, wa? Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich muss eines sagen, der Harald Junke war jemand, der immer, egal wo man ihn sah, respektvoll mit seinen Kollegen umgegangen ist. Ganz, ja, ganz großes Kann ich auch Team. Nur bestätigen, ganz genau so. Und du, dir geht's so wie mir, wir haben ihn oft zu Gast in der Show gehabt. Was konnte so ein junger Entertainer wie du, was konnte der damals von dem großen Harald lernen? Wie hast du den erlebt? Naja, ich saß als Jugendlicher vor dem Fernseher und habe gedacht, wow, sowas würdest du auch mal gerne machen. Ja. Dann habe ich die große Ehre gehabt, in meiner Show Kessel Buntes einzuladen. Der war mein Stargast absolut, kam eine Showtreppe runter, macht einen grandiosen Auftritt und sagte dann zu mir, also, wisst ihr was, Junge, das hat mir so gut gefallen. Ich lade dich in meine Sendung ein. Willkommen im Club. Und dann hatte ich die große Ehre, dort einen Entertainment-Auftritt zu haben, mit ihm zusammen, mit Paul Kuhn. Und er hat mir so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, das zum Stichwort, was man von ihm lernen konnte. Er sagte zu mir, ich sagte, Harald,
Entertainer, Schauspieler, ich soll mich entscheiden, sagt er, weißt du was, mach einfach das, was dir Spaß macht, mach Bedet. Und dann hat er gesagt, und wenn sie mal was über dich schreiben, was dir nicht so gefällt, Hauptsache, der Name ist richtig geschrieben und dein Bild sieht fantastisch aus und alles andere ist scheißegal. Recht hat er. So, weil uns das so viel Spaß gemacht hat heute mit euch und ihr das wirklich toll macht, setzen wir noch einen drauf. Ich weiß, die Herren haben einen kleinen Nachtisch, das heißt das Sahnehäubchen eigentlich. In dreifacher Mannesstärke gibt es jetzt was von euch? Bad. Bad. Leroy Brown. Na dann, auf geht's. Okay, na los. Diese Stadt hat einen Bahnhof, ein paar Kirchen, einen Park, ein Industriegebiet, ein altes Heimatlied und einen Supermarkt. Lauter liebe, nette Leute wohnen hier in dieser Stadt, wo es nur einen gibt, den keiner liebt, weil man mit dem immer Ärger hat. Das ist Bad, Bad, Leroy Brown. Dem ist alles zuzutrauen und in jedem krummen Ding, da hat er die Finger drin. Oh, er war schon mal verschwunden und jeder hoffte auf das Glück, dass ihm was Schlimmes passiert. Doch das Ende vom Lied, Leroy kam zu euch zurück. Das ist Bad, Bad, Leroy Brown, dem ist alles zuzutrauen. Und in jedem krummen Ding, da hat er die Finger drin. Ja, in jedem krummen Ding hat er die Finger drin. Dankeschön an unsere Harald Junkes-Singers, Carsten Speck, Thomas Anders und Wolfgang Lippert. Dankeschön. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an das Deutsche Fernsehballett.